Hallo zusammen und willkommen. Heute offenbaren wir dir ein Schönheitsgeheimnis, von dem du sehr profitieren kannst. Wie in der Überschrift schon angerissen, geht es um einen Geheimtipp einer 52-jährigen Frau. Diese Dame sieht aus wie eine 20-Jährige, weil sie eine ganz bestimmte Gesichtsmaske benutzt. Was es mit der Geschichte auf sich hat, erfährst du in unserem heutigen Video. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klick auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Gerade Frauen mögen es oft nicht, wenn man ihnen ihr Alter ansieht. Die Männer sind bei diesem Thema noch etwas gelassener. Doch schon ab 30 Jahren beschäftigen sich Frauen mit dem Thema Anti-Aging. Sie möchten möglichst jung aussehen und wenig Falten haben. Viele Frauen schaffen es natürlich auch, ein schönes Äußeres zu bewahren, was nicht immer vom Alter abhängig ist. Dennoch wünschen sich viele eine Verjüngung ihrer Optik und der Markt bietet unzählig viele Produkte, die genau das versprechen. Jedoch müssen es nicht immer teure Cremes oder Behandlungen sein, die das junge und natürliche Aussehen bewahren. Es gibt ein natürliches Rezept, das vor allem asiatische Frauen gerne benutzen. Ganz besonders populär ist der Fall einer 52-Jährigen, die dieses Rezept regelmäßig und sehr häufig anwendet. Sie sieht aus wie eine 20-Jährige und führt diesen Effekt auf das Verwenden genau dieses Rezeptes zurück. Somit scheint dieses natürliche Rezept sehr effektiv zu sein. Vielleicht ist es dir sogar bereits bekannt. Die Maske, welche die asiatischen Frauen jung hält, hat eine geheime Zutat und die ist Reis. Dieser wird weltweit genutzt, jedoch häufig nur zum Kochen. Dass er auch der Schönheit dienen kann und das Aussehen verjüngt, ist dennoch den wenigsten bekannt. Reis hat viele positive Eigenschaften, die zur natürlichen Schönheit beitragen können. Dazu zählen zum einen die antioxidativen Eigenschaften, welche Giftstoffe im Körper abwehren. Darüber hinaus regt Reis die Kollagenproduktion an und die Entstehung von Falten wird verlangsamt. Dies wirkt sich natürlich insbesondere im Gesicht positiv auf das Erscheinungsbild aus. Außerdem unterstützt Reis das Herz und senkt den Cholesterinspiegel. Somit bietet er eben viele gesundheitliche Vorteile. Du brauchst keine teuren Schönheitsbehandlungen oder Chemikalien, um jung auszusehen. Oft schädigen solche Behandlungen oder teure Cremes die Haut sogar mehr, als sie dir nutzen. Reis ist dagegen ein natürliches und zudem auch sehr günstiges Produkt, das sich jede Frau leisten kann. Somit bleibt dieses Schönheitsrezept niemandem vorenthalten. Du musst es eben nur kennen und regelmäßig anwenden. Um die wundersame Gesichtsmaske herzustellen, benötigst du zu dem Reis noch etwas Honig und Milch. Nimm 3 Esslöffel Reis und koche diese. Danach seifst du ihn ein paar Minuten ab und gießt das Wasser in eine Schüssel. Das Wasser gießt du also nicht in den Ausfluss, sondern in ein separates Gefäß. Mische den Reis mit Honig und einem Esslöffel Milch und gib dann die Maske auf deine Haut. Lass sie dort einwirken und entferne die Maske etwas später. Dann reinigst du deine Haut und trocknest sie sanft ab. Auch das Reiswasser hat starke Eigenschaften, die du nutzen kannst. Reinige deshalb dein Gesicht zunächst mit dem Reiswasser, das inzwischen ausreichend abgekühlt sein sollte. Mit seinen positiven Eigenschaften und den vielen Antioxidantien hydrolysiert Reis deine Haut und regt zusätzlich die Durchblutung an. So hilft die Maske dabei, Falten sichtbar zu reduzieren und lindert zudem Entzündungen. Deine Haut wird dadurch gesünder, da sie mit ausreichend Feuchtigkeit versorgt wird. Im Idealfall solltest du die Maske mindestens einmal pro Woche auftragen. Wir empfehlen jedoch eher 3-mal die Woche. Die Frau, die mit ihren 52 Jahren aussieht wie eine 20-Jährige und diese Maske verwendet, schwört auf eine möglichst häufige und regelmäßige Anwendung. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.